Okay, dann haben wir noch halbe Zeit. Meister, wo sind wir? Das ist deine Wegmarkierung für den Dungeon. Und von hier aus geht es in die Tiefen der Schicksalsschlucht. Sie dient als Wegmarkierung. Ach so. Also werden wir bald die Tiefen erreichen? Ganz genau. Bin ich mir sicher. Wo wir gerade über Wegmarkierungen im Dungeon unterhalten. Wegmarkierungen zu erreichen bedeutet in der Regel, dass sich am Ende irgendetwas erwartet. Was erwartet uns? Was kann das sein? Zum Beispiel der Boss dieses Dungeons. Boss? Ja, ganz genau. Gibt es in einem Dungeon einen Boss, schreitet man lieber mit Vorsicht voran. Bosser könnten in deiner Anwesenheit leicht viel interpretieren und denken, dass du ihnen ihr Gebiet streitig machen willst. Sie sind meistens nicht gewillt, dir zuzuhören. Es besteht ein hohes Risiko, angegriffen zu werden. Bosse von Dungeons scheinen nicht viel Geduld zu haben. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Geduld haben. Wie auch immer, wir sollten uns noch kurz stärken, bevor wir weiter vordringen. Ja, Meister. Lalala. Yep, hier speichern wir mal ganz kurz. Dann gehen wir weiter. Falle. Was macht denn das Ding nochmal? Das vergesse ich ständig. Schlochgrube. Ist dies? Dies ist anscheinend der tiefste Teil des Dungeons. Mach dich bereit und sei auf der Hut. Du kannst nie wissen, was dich erwartet. Oh, da ist eine Tür. Brennende Fackeln rundherum. Meister, gibt es auch hier einen bestimmten Trick, die Tür zu öffnen? Du hast wirklich viel dazugelernt, Junior. Ich denke schon. Diese Fackeln müssen der Schlüssel zum Mechanismus sein, der die Tür öffnet. Darüber hinaus ist dies ein sehr verbreiteter Mechanismus. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Das ist einfach. Wenn wir alle Fackeln löschen, wird sich die Tür öffnen. Sieh mal. Hier kommt Aquaknarre. Sehr gut. Die Tür sollte sich jetzt öffnen. Meister, die Tür öffnet sich aber nicht. Warum nur nicht?
Wow. Mein armer Rücken. Meister, ist alles in Ordnung? Ja. Wie geht es dir, Junior? Mir geht es gut. Oh, das ist was zum Grübeln. Anscheinend sind wir in eine Grube gefallen. Grube? Was ist das also, dieses Loch? Hey, Meister. Was ist denn? Diese Fackeln, sie sind wohl nicht dazu, die Türen zu öffnen. In Wahrheit haben sie die Falltür geöffnet. So eine Art Falle. Für Falle? Aber auch wenn es wirklich eine Falle war, hier ist es so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Sieht fast so aus, als seien wir in eine schwierige Situation geraten. Hey, ich höre etwas. Als ob etwas näher kommen würde. Du, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig. Ich bin unglaublich aufgeregt. Wow, das ist ein Monsterraum. Da sind sie. Geben wir unser Bestes. Machen wir das nicht immer. Sei niemals unvorbereitet, wenn es plötzlich wird, Junior. So. Schnee, bitte. Okay, keine Eispokémon, dann ist dir das egal. Okay. Erste Aktion. Hier, bitte. Erledigt. Und das ohne Belebersamen. Dafür aber 3 Chaos-Samen. Na gut. Puh, die haben wir gerade so abgewehrt. Sieh mal, dort drüben kann ich ein Licht erkennen. Sehen wir uns das mal an. Hey Meister, wir sind draußen. Anscheinend gelangt man an diesem Ort, wenn man die Schlucht verlässt. Bei den Felsen und Steinen. Ich erkenne da verwitterte Säulen und etwas, das wie eine steinerne Mauer aussieht. Sag bloß, kann das wirklich? Oh Meister, schau da drüben. Ich kann dort in der Ferne schemenhaft Ruinen erkennen. Ich wusste es. Sie ist eine uralte Stadt, die vor der Zeit begraben wurde oder so ähnlich. Hey Meister, ich wette, dort drüben gibt es eine Menge Schätze. Schnell, wir müssen dorthin, ich bin so aufgeregt. Oh. Wartet. Habe ich dich endlich gefunden, Amaldo. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Was? Was hast du gerade gesagt? Oh, Papa, Mama und alle anderen. Geht es dir gut, Fluffeluff? Bist du unverletzt? Mir geht es gut, Mama. Wieso fragst du? Freunde, Freunde, was habt ihr denn alle? Fluffeluff, hör gut zu. Das Pokémon neben dir, Fluffeluff, ist... Das ist ein Ganove. Was? Ein Ganove? Ein Bösewicht, das ist es, was dieses Pokémon ist. Heißt, das soll ein Bösewicht sein?
Ganz genau. Dieser Amaldo ist ein Pokémon, dem wir schon eine ganze Weile auf den Fersen sind. Um diesen Amaldo endlich zu stellen, bin ich hierher gekommen. Nidoking sagt die Wahrheit. Amaldo ist ein Ganove der Kategorie B. Wir haben bereits die ganze Region nach ihm abgesucht. Nachdem wir von Nidoking seinen Aufenthaltsort erfahren haben, sind wir hierher geeilt. Das. Also gut. Lass den Kleinen laufen, Amaldo. Das ist eine Lüge. Das kann nicht wahr sein. Keine Angst, Kleiner. Alles wird gut. Ein Kind mit hier hineinzuziehen, ist wirklich abscheulich. Nein, ich habe ihn darum gebeten. Und Meister ist kein böses Pokémon. Gut, bringen wir es zu Ende. Stopp, bitte, hört mich an. Na schon, beweg dich. Boah, was ist das? No. Der Erdboden, der wackelt. No. Halt, aufhören, Junior. Was? Ich bitte dich, hör bitte auf. Meister. Wenn du Nidoking und meine Zone Schaden zufügst, wirst auch du zu einem Ganoven und was wirst du dann machen? Also hör bitte auf damit. Aber Meister ist kein böses Pokémon. Ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich das weiß. Überwacht Meister meine Zone? Ja. Auf ein Wort. Ich werde nicht versuchen zu fliehen. Das verspreche ich. Verstanden. Es tut mir leid, Junior. Es ist genau wie Nidoking gesagt hat. Ich bin ein Ganove. Ich bin ein Bösewicht. Das ist nicht wahr. Hör mir zu, Junior. Ich bin ein Ganove. Deswegen haben sie die ganze Region nach mir abgesucht. Um meiner Festnahme zu entgehen, bin ich gelaufen. Und dann habe ich mich im Trübwald ausgeruht. Ich habe mir das Gerücht über den Trübwald ausgedacht. Das Gerücht, dem zufolge tief im Dunkeln ein fürchterliches Monster hausen soll. So hatte ich im Wald meine Ruhe und hoffte, nie erwischt zu werden. Und mit der Zeit habe ich mich im Trübwald eingerichtet. Ich wollte dir eigentlich bereits früher die Wahrheit sagen. Nur habe ich es nicht fertiggebracht. Das tut mir leid. Meister. Wie dem auch sei. Ich bin ein Bösewicht, aber du bist anders. Deswegen kannst du nicht bei mir bleiben. Aber hatten wir nicht jede Menge Spaß miteinander? Ich wollte noch viel mehr mit dir von dir über das Erkunden lernen. Wenn der Meister nun verschwindet, was soll ich dann machen? Junior, hat dir das Erkunden Spaß gemacht? Ja, sehr. Dann werde mir zu Ehren ein großer Erkunder. Sei nicht so dumm wie ich. Du besitzt ein Naturtalent für Erkundungen. Daher solltest du dein Bestes geben, um ein unglaublicher Erkunder zu werden. Tu es für mich. Meister. Es ist an der Zeit. Geh nicht. Junior, ich habe es wirklich genossen, mit dir während der ganzen Zeit auf Erkundung zu gehen. Es war mir klar, dass die Gefahr besteht, auf diese Art gefasst zu werden. Aber trotz des Risikos bin ich mit dir auf Erkundung gegangen. Und solange du bei mir warst, hatte ich eine Menge Spaß. Dies war das erste Mal, dass ich es wirklich genossen habe, zu erkunden. Und du hast mir gezeigt, wie viel Spaß man dabei haben kann. Dafür möchte ich dir danken. Oh, Meister, aber ich möchte nicht, dass du gehst. Junior, versuche zu verstehen. Ich muss für die Dinge gerade stehen, die ich getan habe. Aber wenn ich meine Strafe verbüßt habe und ich immer noch so fühle, dann werde ich erneut erkunden. Ich weiß nicht wann, aber wenn dieser Tag kommt, würde ich liebend gerne wieder mit dir auf Erkundung gehen. Abgemacht. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Meister! Nimm das hier. Wir sehen uns. Meister! Das
Letzte, was mir mein Meister gab. Es war dieses Ding, das wir auf unserer ersten gemeinsamen Erkundung gefunden hatten. Jener Abwehrglobus. Verstehe. Du hast also schon als Kind mit dem Erkunden angefangen. Ja, deswegen ist dieser Abwehrglobus mein Grundstein. Und was passierte mit dem Meistergildenmeister? Seid ihr noch wieder zusammen auf Erkundung gegangen? Oh, er hat noch eine Menge erlebt. Das hat schon seinen Grund, dass er mein einziger Meister ist. Aber wir heben uns diese Geschichten lieber für ein andermal auf. Heute bin ich dafür zu erschöpft. Weißt du, immer wenn ich diesen Abwehrglobus betrachte, denke ich an ihn. Das ist der Grundstein meiner Karriere als Erkunder. Und sicherlich gibt es eine Menge Ganoven in dieser Welt. Sie werden gefangen und bestraft, aber wirklich böse Pokémon, die existieren gar nicht. Und damit wären wir am Ende der zweiten Bonus-Episode angekommen. Die Vorgeschichte von Knuddeluff. Und ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Weil es diesmal gar nicht so schlimm war, wie es sonst immer ist. Was haltet ihr eigentlich von solchen kleinen Bonus-Episoden? Das dürft ihr mir übrigens ganz, ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde die übrigen drei auch noch machen. Auf jeden Fall. Habe ja schon gesagt, dass ich alle machen werde. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die vierte genau zu dem Zeitpunkt machen werde, zu dem ich sie kriege, weil ziemlich jede Bonus-Episode passt thematisch so ganz ungefähr dort rein, wo man sie kriegt. Allerdings, die vierte passt eigentlich gar nicht da rein, wo man sie kriegt. Das ist mein einziges Problem, das ich mit der habe. Daher bin ich am Überlegen, die vierte sogar nach der fünften zu machen. Einfach weil die nicht wirklich reinpasst. Verzweiflung getrieben, aber diesmal war ich anscheinend echt gut vorbereitet mit den drei Chaos-Samen und hatte dann auch noch Glück, dass die Verwirrung bei den ganzen Pokémon so lange gehalten hat. Wenn ich doch mal bei anderen Bonus-Episoden dann auch mal so viel Glück hätte. Ein bisschen Angst habe ich ja schon vor der nächsten. Die hat auch einen ziemlich schweren Endkampf. In den Bonus-Episoden erhaltene Poke und Items werden in der Zwielichtbank bzw. in Kangama-Lager deponiert. 3019 Poke in der Bank deponiert. Items aus dem Schatzbeutel wurden eingelagert. Poke und Items, die in der Zwielichtbank bzw. im Kangama-Lager deponiert. Okay, so. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch wieder eine Aufnahmepause machen. Ich bin nämlich jetzt genau so weit, dass ich wieder 4 Folgen daraus habe. Und dann tue ich mich mit dem Schneiden ein bisschen einfacher. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut!